Die Hypnosonne sagt mir, ich soll hochgehen. Also tue ich das einfach mal. Und hallo. Huch. Tür. War ich das? Ich hoffe, das war ich. Ich habe keinen Bock auf Gegner. Jetzt. Ganz, ganz seltsame Masken, wie der Kai hat. Ja. Hi. Ach ja, richtig. Ich muss ja. Ja. Da ist die Uzi. Was ist heute nicht ohne Uzi? 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 Keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Ja. Wo sind sie denn? An der Wand halten, nicht, dass sie mich noch sehen. Irgendwie so auf einer Patrouillenroute zu sein. Hallo? Ah. Munitionsverschwendung? Möglicherweise. Ja. Ziemlich. Wie viele habe ich noch? Munition. Da 15. Ja. Glaube ich. Warum kann ich die Pistole eigentlich auswählen? Die ist eigentlich ganz normal, oder nicht? Ich erstmal die in der Weile. Scheint schwächer zu sein, aber. Vielleicht mal. Ja, nee. Bass. Nee, Gitarre. Aus wie ein Bass. Ich weiß nicht warum. Ich hab schon wieder vergessen, rauszunehmen. Ich. Schussel. Voice Output Malfunction. Ja. Hetzen Sie mich nicht so. Ich arbeite so schnell, wie es nur möglich ist. Überhaupt. Hast führt zu. Sorglosigkeit. Und gerade in unseren Umständen könnte das in grauenvollen Konsequenzen enden. Versichern Sie sich, dass alle meine Nachrichten zerstört wurden. Auch die früheren. Dies ist ein gefährliches Geschäft und wir wollen nicht riskieren, Kunden zu werden. Ich habe es. Ich weiß jetzt, wie wir unsere militärischen Operationen ohne weitere Rekrutierung durchführen können. Die Antwort ist Klone. Ja, was, wenn Menschenklonen illegal ist? Synthesized Power, Butch oder sowas? Ist noch schlimmer. Aber der wären wir. Also. Lohne ich einen Mann, aber das ist noch nicht alles. Oh nein. Ich werde ihn genetisch so modifizieren, dass diese neue Kreatur der perfekte Soldat wird. Folgsam, loyal, vollkommen auf unsere Mission fixiert. Schlechte Übersetzung, egal. Er muss ja nicht mal menschlich aussehen. Es reicht, dass er eine Waffe halten kann und seine Aufgaben ausführen. Ich habe den perfekten genetischen Spender gewählt. In der Zwischenzeit werde ich hier am Institut weiter warten und muss meine zukünftige Arbeit verbergen. Haben Sie irgendwelche Vorschläge, wo ich mein neues Geheimlabor aufbauen könnte? Drei Module. Ah, da ist der dazugehörige Gitarrist. Das Gesicht kommt mir auch irgendwie ganz, ganz entfernt bekannt vor. Ein Bart. Echt mal ein Bart mit richtig Farbe. Die meisten sind ja irgendwie so komisch in diesem Systemgrau. Was macht eine Batterie hier? Gerade so eine Autobatterie, ja? Ich habe natürlich immer eine Autobatterie in meinem Badezimmer stehen. Wäre so eine Doppel-A-Zelle gewesen. Ich hätte es verstanden. Mit einem Rasierer oder sowas, aber. Ich hinterfrage es einfach nicht. Ich denke so viel nach. Wohnzimmer mit Hamburger? Hamburger. Ein Fat Mac. Und noch mehr Gunst. Naniten.
kann ich eigentlich... Schade. Schade, schade, schade. Kann ich den Tisch vielleicht... Nein, das ist ein... Ein Klarsichtmetalltisch, offenbar. Shotgun, Shotgun. Boah. Nee. Nicht jetzt. Später mal, denn die scheinen ja nicht ganz so organisch zu sein, wenn das hier wirklich Klone sind. Dann wird der Gute bestimmt auch irgendwelche Implantate reingeschraubt. Das sieht aus, als könnte man da durchlaufen. Ich weiß nicht warum. Man kann es auch nicht. Also so ein komplettes Wandmosaik, das wirkt irgendwie fehl am Platz. Ganz leicht. Kunst. Tier. Schach. Und noch mehr zukünftige Nanoniten. Pflanzen, Pflanzen. Hi. Und tschüss. Müssen die Explosion nicht eigentlich anders aussehen? Oh. Wahrscheinlich wieder irgendwas falsch installiert. Wie so häufig, wenn auf einmal alles stumm wird. Eine zusätzliche Yuzi. Objekte fallen gelassen. Aha. Bin zu schwach. Ach so, ja klar, der Kram stackt ja auch nicht. Warum sollte er auch? Ach so, der... Aha. Der hat gar keine Haltbarkeit. Sehe ich keinen, also. Zack. Ich werde wegsnacken. Warum ducke ich mich eigentlich die ganze Zeit noch? So, und das Ganze nochmal in Orange. Ja, bis das Farbvariation. Spritze im Bad, immer gut. Ich mache das Shampoo. Spritzen will oder sowas, so. Reinigung von innen raus, ja, zum Entschlacken. Dann denke ich mal, bin ich hier oben fertig. Umständen, ne? Hier geht es nur geradeaus weiter und dann rechts und dann ist da. Ich will noch da durch irgendwie. Geht bestimmt irgendwann. Genau, hier war alles. Schön. Dann. Raus oder Keller? Keller. Die Massen sind immer noch gruselig. Also dann. Die Tür ist doch nicht eng eigentlich. Und diese Tür ist erstaunlich technisch. Hat das Geheimlabor wahrscheinlich hier unten aufgebaut oder so. Hi. Die Pistole, sie tut nichts. Hi. Okay, das sind wirklich... Speichern vergessen. Mal wieder. War nichts weiter wichtiges oben. Also kann ich direkt runtergehen und dann nachher nachstellen. Ich habe keinen Bock zu schneiden. Ich faule Sau, ich. Gut, also das sind tatsächlich einfach nur Cyborgs. Was habe ich hier eigentlich? PC-Schirm? Bringt's jetzt nicht wirklich. Also die. Pfeife ich auch mal? Ey, das waren doch... Ich mag's, wenn die Modelle größer sind als die Hitboxen. Das ist so... erfrischend überraschend. Da. Versuchen wir's nochmal. Ach ja, ich sollte mich vielleicht vorher heilen oder in Deckung gehen. Gut, die haben gerade gegenseitig gekillt, wenn ich das richtig gehört habe. Auch schön. Laden. Und nochmal das Ganze. Es wird nie langweilig hier. Laden. Drunter. Okay. Neue Technik. Einmal schießen und dann ziehen.
Will ich den Besen nehmen? Ah, ich denke, ich bleib bei meiner Uzi. Hat sich, glaube ich, fast gelohnt. Ich weiß nicht nachgesehen, wie viel ich geschossen habe, aber ja, jetzt komme ich ja nicht dran. Ah, doch. Wunderbar. Gut, ne, also ganz maximal ist nicht. Von daher passt. Reparatursoftware immer gut, immer gut. Und dann OS-Upgrade. Ist hilfreich, denke ich. Ich habe bisher noch kein Implantat gefunden, von daher bleibt das erstmal von geringerer Priorität. Oh, hallihallo. Stärke, ich will mehr Kram mitschleppen können. Das komme ich später so. Was bist denn du Schönes? Das ist nicht Try Optimum. Na, erfahren wir bestimmt noch. What? Where are you? Your uplink to the headquarters is reactivating. Your orders via your PDA. Incoming text message. No audio output. Incoming text message. No audio output. Was ist das denn für ein komischer Sound? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie sie es mal um mal schaffen, in solchen Schlamassel zu geraten. Wie auch immer, finden sie raus, was da auf dieser seltsamen Insel vor sich geht. Seit es das aussieht, als wäre zu Optimum. Doch zu Optimum? Hm. Dahin verwickelt. Müssen sie Beweise finden. Wir müssen Sicherheit haben. Für den Fall, dass alles in die Luft geht. Mal wieder. Sobald sie die nötigen Daten haben, transferieren sie sie bitte zum Hauptquartier. Will ich PSE? Ich habe eigentlich nicht genug Module dafür. Nation. Könnte hilfreich sein, da ich jetzt hier eher oben ist noch ein Health. Ich warte einfach und denke dann später drüber nach. Okay. Ein Aufzug. Was wird sich in diesem Aufzug verbergen? Schönes Licht. Das verbirgt sich hier. Sehr abgerundete Texturen. Oh. Geheimlabor. Möglicherweise. Schauen wir danach aus. Höre Gegner. Kann ich Ihnen helfen? Ich muss sagen, Sie haben einen guten Geschmack. Ich bin eine vollregistrierte. Bäh. So. Munitionsverschwendung, for the win. Das ein Kaffee oder sowas zu sein, sind wir in einer unterirdischen Höhle oder sowas. Die Tür nicht zu? Könnte ich jetzt sein, oder erstmal Zeit ziehen. Ah ne, das ist unter Wasser. Ah, okay. Ja gut, sind wir halbwegs nah an der Küste dran, von daher. Hi. Haben ein schönes Modell, die Dinger übrigens. Ich habe vergessen, wer das gemacht hat, aber gute Arbeit. Ich finde aber, der Laser macht es wirklich ein bisschen was kaputt. Aber egal, genug abgeschliffen. So. Noch irgendwas von Interesse? Die Taste kann ich doch bestimmt auch noch ummachen. Ne? Ja. Man kann es auch übertreiben. Ja, ja, ich weiß, aber hey. Wenn der Kram schon mal hier rumsteht, warum nicht nutzen? Wissenschaft? Nein, noch nicht. Erstmal alles andere abklappern. Crewquartiere. Da sehe ich Schatten. Erstmal speichern. Geheimlabor. Ja, wie erwartet.
Super. Tulpe. Und noch mehr Kunst und ein Ventilator. Ja, der steht da gut, der dreht sich gut, der wird bestimmt das Raumklima verbessern. Jawohl. Aber sieht schön aus. Hi. Au. Wie gut, dass ich gespeichert habe. Nein, nicht auf Laden. Dankeschön, Hirn. Nope. Oh. Von wo? Ich bin sicher, dass es genau das ist, was Sie suchen. Weg. Will nichts kaufen. Nächste. Oh. Gut, Güte. Ich mache den ersten Druiden hier unten. Hier ist auch nichts weiter. Eine Kunst, Christine und Löffel. Werde zu der Niete. Mache ich den Basketball eigentlich dabei? Ich weiß es nicht. Aber der bleibt jetzt da. Das ist mein Companion. Teddybär. Blau. Und hoppla. Also es sind doch ziemlich unangenehme Schlafkoin, denke ich mal. So in die Wand eingelassen. Warum habe ich den Erlebnis nicht mitgenommen? Ich depp. Weil was unruhig schläft, fällt direkt raus. Aua, aua. Du bist wieder das übliche. To hell and back, ja. Links oder rechts? Links. Dieses Bild ist neu, glaube ich. Have a nice holiday. Das sehe ich, glaube ich, zum ersten Mal, das Buch. Schön. Das ist wieder die Därme. Und den Kram haben wir schon. Output malfunction. Ja. Ich weiß nicht, wer Probleme damit hat, rechtzeitig zur Toilette zu kommen, aber ich verspreche dir, wenn ich diesen Kerl in den Blumenpott pinkeln, erwische, direkt vorm Herrenklo, dann wird er einen schönen Schwimmausflug mit den Haien vor sich haben. Und so wie ich es sehen kenne, wissen wir auch gleich, warum und wer und was überhaupt. Möglicherweise du. Voice Output nee, ist das selbe. Malfunction. Ja, Springer, natürlich. Zu meinem Bedauern muss ich darüber informieren, dass das Verhalten der Klone mich irritiert und besorgt. Ich muss meine gesamte Arbeit überdenken. Und weiterhin muss ich sie darauf hinweisen und ihnen nahelegen, Sicherheitskameras im Labor und der Mansion, der Villa, zu installieren, sodass wir die Klone besser überwachen können. Und zukünftige Spannungen zwischen den Laborangestellten zu verhindern, habe ich ihnen ein wenig Weihnachtsurlaub gewährt. Sie werden bis Januar nicht zurückkehren. Bis dahin werden wir hoffentlich die Klone wieder unter Kontrolle haben. Waren die Klone denn? Schießen sie wild auf alles, was sich bewegt? Möglicherweise. War gar nicht aufgefallen. Meine Kippen. Vielleicht so viele Fenster brauchen wir noch eigentlich. Man sieht doch kaum was. Naja, für den Stil, so. Du Blumenpott, wo ist denn angepisst? Siehst nicht glücklich aus. Ja, ein Medischlüssel auf dem Klo. Warum? Hi! Du meinst das nicht von hinten? Nein. Meine Schublade.
Oh, geräumig. Duschen, immer gut, immer gut. Eine Spritze und du bist... Das ist die Yuzi? Ja, klar sind das die Yuzi-Magazine. Und da oben steht auch nichts weiter Interessantes, nur die übliche Duschgel und so weiter. Ja. Okay, wir wissen immer noch nicht, wer in die Blumen verpinkelt. Das müssen wir noch rausfinden. Das ist von oberster Priorität. Von alleroberster Priorität. Ist ein Kunde hier? Tschüss. Wie sie das gehört, beide Klos untersuchen. Die Spritze. Quietschend, quietschend. Das heißt, die Roboter sind die Damen oder warum stehen die herum? Ja gut, wahrscheinlich weil sie eben geschlechtsneutral sind und haben überhaupt Frauen hier unten? Würde mich wundern. Gut, Wohnung jetzt. Ja, Wissenschaftssektor natürlich. Ich hab bloß auf Überlänge. Okay. Also dann. Das Labor machen wir noch. Guten Tag. Wollte ich nicht so. Das muss ich auch nochmal reparieren. Hätte ich jetzt. Ah ja, klar. Was glaubst du? Ist Knie. Na gut, oben liegt ja noch eine. Von daher kann ich die ja problemlos aufbrauchen. Nicht funktionieren? Ja, gut, sollte ich vielleicht nicht. Pistole. Bergkram. Nein, heute wird nicht recycelt. Was ist heute? Hier und jetzt nicht. Ah, sehr schön. Noch viel besser. Ich brauche ich momentan auch nicht. Gut, jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr ums Speichern machen. Ich stehe gerade vor uns. Wuff! Okay. Du nicht. Die haben aber auch eine Geschwindigkeit mit ihren Schüssen. Au. Meinen Besen dann locken. Ja, anscheinend. Hi. Gib mir diesen Donut. Hier ist alles Luft rein. Ja, wunderbar. Gut, Kryo. Und was ist hier? Wissenschaft allgemein. Ich würde gerne meine Pistole ausrüsten. Danke, Spiel. Hat er gerade drei? Nee, nur zwei, oder? Ach, ich weiß es nicht. Ecolex, aber ich glaube, das lohnt sich wirklich, wenn ich hier mal. So. So, wie ich hier momentan sterbe. Natürlich, jetzt, wo ich respawnen kann, wird mir das wieder alles und jeden ins Gesicht. Du siehst mich nicht, weil ich hinter der Wand stehe. Kryo. Ich denke Kryo. Ja, oder auch nicht, was eh weiß verbunden ist. Besen. Schrubber. Wort. Ei. Ach, hier ist es mehr Munition und da unten liegt anscheinend noch mehr. Jawoll. Noch mehr. Dann kann ich meine Düse gleich wieder verwenden. Die Lok, das ist ein sehr komisches Logo. Okay. Gut, wird wahrscheinlich eine Tor Optimum ihrer Konkurrenzfirma sein. Das ist ein komplexer Plan. Ich hoffe nicht, dass das der von diesem Labor ist. Voice Output Malfunction. 5 Klone pro Woche. Voll ausgewachsen und für alles bereit. Unser Trainer. Report. Ja. Ich weiß, was das heißt, mir fällt das Wort nicht ein. Ist das nicht toll? Melden, dass sie wirklich mit diesen Rekruten zufrieden sind.
Hin und wieder ist einer der Erfner zu dumm ist, aber das ist okay. Denn die sind immer noch nützlich für ganz grundlegende Sachen. Und zum Sauermachen. Nun, da jeder Klon eine Uniform hat, wird die Arbeitsatmosphäre auf der Insel viel angenehmer sein. Vorher war es so widerwärtig, dass einige Laborarbeiter gekotzt haben. Das mehrmals pro Tag, dieser Gestank. Was für ein Gestank! Also, nur dass die jetzt... Verstehe es nicht. Nur weil die Klone jetzt Kleidung haben, stinken sie nicht mehr? Das muss mir mal jemand erklären. Ah, das sieht gesund aus da unten. Na, nächstes Mal. Reicht eine Überlänge. Bis dahin.